Ja, hallo, hier ist der Matthias und ich habe hier wie angekündigt den Asus IPC 1101 HA von Cyberport bekommen. So, machen wir noch einen schnellen Lieferschein raus. Ja, wie angekündigt bekommen und pack den jetzt mal aus. Da ist das Paket, eine kleine Werbung von Comstar dabei, Gutscheine. Okay, vielleicht später mal. Das ist erstmal das Paket IPC 1101 HA. Zeichnet sich vor allen Dingen aus durch halt ein bisschen größeren Bildschirm, 11,6 Zoll. Ein Zoll für die Leute, die es nicht wissen, ist 2,54 cm. Hier stehen nochmal die Spezifikationen drauf. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Der kommt mit einer Intel Atom Z520 CPU, 160 GB Festplatte, 1 GB Arbeitsspeicher, wie man das kennt, ist weiß voraussichtlich, hat WLAN DraftN, Bluetooth, 1,3 Megapixel Kamera, 6 Zellen Akku und ja, ein Sleeve, eine Tasche und eine Microsoft Office Testversion, 60 Tage wird hier auch beworben auf dem Titel. Ich mache das mal lieber so. Vielleicht kann man das vernünftig wieder verschließen anschließend. Unter anderem trägt der 1101, also der IPC 1101, den Beinamen Seashell. Oh, jetzt habe ich es falsch rum. Was so viel bedeutet wie Muschel. Als erstes kommt uns hier so eine Garantiekarte entgegen, okay. Die kommt mal zur Seite. Und dann auch direkt der Rechner. Das heißt ja, er soll so eine Muschel von der Form her empfunden sein. Und da ist er auch direkt Muschel nachempfunden. Das bedeutet, dass vorne flacher ist als hinten, wie man dann direkt auch an der Seite sieht. Ich komme direkt ein bisschen näher, schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, hier haben wir direkt einen Internetanschluss, zweimal USB, zweimal Audio und einen Kartenslot mit Spring, Quick Spring heißt es. Hinten, okay, der Akku Zugang. Auf der anderen Seite nochmal einmal USB, VGA-Ausgang, Power-Eingang und den Kensington Lock, das Schloss, das man da anschließen kann. Auf der Vorderseite, das gucken wir uns, sind erstmal zwei LEDs hier zu finden. Und da ist noch irgendwas dazwischen. Ich stelle mal immer eine Seite und schaue, was sonst noch so an Zubehör da drin ist. Dann können wir das Paket vielleicht an die Seite stellen. Okay, da kommt der Rechner rein. Dann haben wir hier die, brauche ich gar nicht auspacken. Das sind immer dieselben Taschen von Asus. Hier dabei legen. Okay, das übliche Netzteil, Kabel. Schön zweiadrig, aber ganz neu, der doch ziemlich kleine Netzanschluss hier. Da sieht man es, wie klein das ist. Hat am besten im Vergleich nochmal gegen einen Stecker. Ist also deutlich kleiner geworden. So, also Netzgeschichten, das übliche Putztuch, die Asus XP Support DVD steht da drauf. Eine Bedienungsanleitung auf Deutsch, wie man mit so einem Rechner bedient, sollte eigentlich klar sein. So, dann kommt hier schon der Akku und dann ist die Kiste auch leer. Ja, da oben. So, der Akku hat, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich lese es mal vor. Achso, hier oben. 48 Wattstunden. Und 4400 mAh bei 11,1 Volt. Okay, dann kommt ihr gleich direkt mal dran. Hier ist nochmal ein SIM-Karteneinschub
von dem ich immer, also von dem 3G-Modul, von dem UMTS-Modul, ich jetzt auf der Verpackung erstmal nichts gelesen habe. Von daher schaue ich erstmal nochmal in der Beschreibung nach, bevor ich da eine Karte reinstecke. Der Akku macht den Rechner an dieser Stelle, ich hoffe man sieht es, ich gucke mal in die Kamera, etwas unförmig. Aber die Füße sind ja höher hier, so dass er trotzdem vernünftig stehen wird. So, wollen wir endlich mal aufklappen. Ja, die übliche Werbung, Tetré, das übliche Läppchen. Das will ich brauchen. Hier nochmal, wie immer, Glossy Display. So, man sieht mich wunderbar, die Kamera, meine Decke. Nicht so schön, ziehen wir das mal ab hier, diese Werbung. Dann kommt die Kamera zum Vorschein. Ja, ich finde es schön von der Größe her. Das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer als so ein 10 Zoll System. Hat aber auch eine schwächere CPU. So, hier ist nochmal so ein Zettel drauf, der erklärt, wie man mit dem Multi-Touch-Pad umgeht. Ziemlich schön ist das Pad allerdings hier ins Gehäuse eingearbeitet. Man sieht gar nicht so richtig, wo es anfängt und aufhört. Scheint auch ein ganz guter Druckpunkt zu sein. Fühlt sich auch ganz gut an. Ich werde es ausprobieren. Das heißt, jetzt die Windows-Ersteinrichtung durchführen und dann mal gegen andere Modelle testen. Bis gleich.